CD-ROM mit der Maus. Nummer 2. Hast du dir schon ein Musikinstrument ausgesucht? Wenn nicht, klick jetzt eins an. Der Computer merkt sich dann für das nächste Mal, wo du schon warst und was du schon gefunden hast. Wenn du auf die Buchstaben klickst, kannst du damit deinen Namen schreiben. Hier kannst du einen Buchstaben wieder löschen. Bist du fertig oder willst du gar keinen Namen eintragen? Dann klicke hier. Das ist nun dein Musikinstrument. Weißt du, wann du Geburtstag hast? Dann trage das Datum hier ein. Um die Zahlen einzugeben, klicke hier. Bist du fertig oder willst du es nicht verraten? Dann klicke auf die Maus. Hier kannst du sehen, wie viele Tage es noch bis zu deinem nächsten Geburtstag sind. Heute hast du Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und nun geht's los. Das ist der Geburtstagstisch für die Maus. Er führt zur Sachgeschichte, zum Geburtstagsstrauß mit vielen tollen Tipps, zur Musikmaschine, zu einer Lachgeschichte mit Max, und in die Spielekiste. Da werden alle Spiele aufbewahrt, die du an verschiedenen Stellen der CD-ROM findest. Ein Spiel ist aber schon drin. Das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Das kannst du allein spielen oder zu zweit. Außerdem sind auf der CD-ROM 8 kleine Stückchen Musik versteckt. Die kannst du in den verschiedenen Spielen und Geschichten gewinnen. Für jedes gewonnene Stückchen bekommst du einen neuen Musikanten auf deiner Torte. Einer ist schon da. Du kannst dir jederzeit anhören, welche Musikstückchen du schon gefunden hast. Wenn du alle Teile eingesammelt hast, kannst du daraus ein ganzes Lied zusammenbauen. Ach übrigens, mit der Tröte regelst du die Lautstärke. Wenn du genug gespielt hast, klick auf die Kerzen, dann bläst der Elefant die Kerzen aus. War das zu viel auf einmal? Keine Panik, lass den Mauszeiger auf einem Teil liegen und ich erklär's dir nochmal. So, und nun viel Spaß. Hier werden alle Spiele gesammelt, die du findest. Eins ist schon da, da kannst du gleich losspielen. Möchtest du allein spielen oder zu zweit? Alleine? Alleine? Aha, alleine. Los geht's. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das geht so. Ich suche mir etwas aus, das ich auf dem Bild sehe, verrate es aber nicht. Dann gebe ich dir eine kurze Beschreibung, um was es sich handelt. Es ist grün zum Beispiel und hat eine lange Reihe Zähne. Du musst dann herausfinden, was ich beschrieben habe, und mit der Maus darauf klicken. 3 Versuche hast du und die Zeit läuft. Ich versuch's mal. Grün und eine lange Reihe Zähne, das ist bestimmt der Frosch. Ups.
Das war wohl nicht ganz richtig. Neuer Versuch, das Krokodil. Genau das Krokodil. Perfekt. Hier kannst du sehen, wie viele Treffer du schon gelandet hast. Wenn du fertig bist, gibt's die nächste Beschreibung. Und du kannst wieder raten. Wenn ihr zu zweit spielt, bekommt ihr abwechselnd eine Beschreibung, die ihr erraten müsst. Und nun, viel Spaß. Klick hier, Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das hat Pranken und ist gestreift. Was du alles siehst? Tipp 1. Ich höre was, was du nicht hörst, und das klingt... Tipp 2. Sehe was, was du nicht siehst, und dort hinein kommt der Müll. Du hast aber gut aufgepasst. Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das kann man mit einem Schlüssel aufziehen. Du hast aber scharfe Augen. Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das hat eine feuchte Schnauze und stolziert aufrecht daher. Schade, das war's nicht. Tipp 2. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das kann mit dem Schwanz wedeln und bellen. Gut aufgepasst. Große Klasse. Möchtest du allein spielen oder zu zweit? Aha, alleine. Los geht's. Tipp 1. Ich höre was, was du nicht hörst, und das macht... Was du alles siehst? Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und damit kann man fliegen, jedenfalls in Märchen. Tipp 2. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün und hat Fransen. Gut aufgepasst. Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das schläft in einem Karton. Du hast aber gut aufgepasst. Tipp 1. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gestreift und riecht wahrscheinlich nach Fisch. Tipp 2. Ich höre was, was du nicht hörst, und das macht... Gut aufgepasst. Große Klasse. Ich sehe was, was du jetzt kriegst, und das ist ein Stück Musik. Hier kannst du musizieren, komponieren und sogar Musik malen. Hier kannst du ganz einfach Musik machen. Hier gibt es 6 verschiedene Instrumentenkästen. Für Tasteninstrumente, für Streichinstrumente, für Saiteninstrumente, für Blasinstrumente, für Schlagzeuge und sogar einen Kasten mit witzigen Geräuschen. Wenn du auf einen Kasten klickst, erscheint eine ganze Reihe mit Instrumenten, aus denen du dir eins aussuchen kannst. Klick einfach eins an. Dann brauchst du nur mit der Maus auf die weiße Fläche zu klicken und schon hörst du den ersten Ton. Wenn du oben klickst, hörst du einen hohen Ton. Wenn du unten klickst, hörst du einen tiefen Ton.
Wenn du die Maustaste gedrückt hältst, kannst du, während du die Maus bewegst, die Melodie hören, die du dabei gerade erzeugst. So kannst du ganze Melodien malen. Wenn du die Maus langsam bewegst, ist die Musik ganz leise. Wenn du sie schneller bewegst, wird die Musik viel lauter. Wenn du hier klickst, kannst du dir die Musik, die du gerade gemalt hast, noch einmal anhören. Hier kannst du die Musik speichern, die du gemalt hast. Wenn du schon Melodien gespeichert hast, kannst du sie auch wieder laden. Das machst du hier. Wenn du hier klickst, kannst du neue Melodien komponieren. Und nun viel Spaß! In der Musikmaschine kannst du ganz einfach deine eigenen Melodien komponieren. Zuerst wählst du ein Instrument aus. Hier gibt es 6 verschiedene Instrumentenkästen. Für Tasteninstrumente, für Streichinstrumente, für Saiteninstrumente, für Blasinstrumente, für Schlagzeuge und sogar einen Kasten mit witzigen Geräuschen. Wenn du auf einen Kasten klickst, erscheint eine ganze Reihe mit Instrumenten, aus denen du dir eins aussuchen kannst. Klick einfach eins an. Jedes Instrument hat seine eigene Farbe. Und mit genau dieser Farbe malst du dann. Wenn du oben malst, hörst du später hohe Töne. Wenn du unten malst, machst du tiefe Töne. Natürlich kannst du auch viele Farben benutzen. Dann hörst du hinterher viele verschiedene Instrumente. Zum Malen kannst du den Stift benutzen. Das sieht dann so aus. Oder du klickst hierhin und malst Linien. Wenn du hierhin klickst, kannst du wie mit einer Spraydose wilde Punkte aufsprühen. Hier findest du ganze Bilder, die kleine Melodien sind. Füge sie in deine Melodie ein, wo du möchtest. Wenn du willst, kannst du auch fertige Lieder laden und dann bearbeiten. Oder Liedteile fertig komponieren. Du kannst alles, was dir nicht gefällt, auch wieder wegradieren. Oder du machst hiermit den letzten Schritt wieder rückgängig. Oder du löschst gleich das ganze Musikbild. Wenn du dein Bild fertig gemalt hast, kannst du dir die Melodie, die da drin steckt, anhören. Dazu klickst du hier und schon hörst du die Melodie, die du dir gerade ausgedacht hast. Wenn du möchtest, kannst du dir das Ganze auch rückwärts anhören. Dazu klickst du hier. Du kannst deine Melodie auch noch verändern, indem du einen der Zaubereffekte anklickst, zum Beispiel Hall. Das hört sich dann so an. Die Lautstärke kannst du hier verstellen. Wenn dir die Melodie gut gefällt, kannst du sie speichern. Such dir dafür ein Symbol aus, damit du sie später wiederfinden kannst. Wenn du schon Melodien gespeichert hast, kannst du sie auch wieder laden. Das machst du hier. Jede Melodie bekommt ihr eigenes Symbol, damit du sie später wiedererkennst, wenn du sie nochmal laden möchtest. Und nun viel Spaß!
Hier kannst du fertige Lieder laden. Hier kannst du Liedteile laden und weiter komponieren. Thank you.
Hier blendest du die Notenzeilen ein oder aus. Hier kommst du zurück zum Geburtstagstisch. Super, dafür bekommst du ein Stückchen Musik. Kleiner Tipp, schau doch mal in der Spielekiste nach. Da findest du nämlich ein neues Spiel. Hier kannst du raten, welches Musikinstrument du gerade hörst. Jetzt geht's darum, gut zuzuhören und mitzuraten. Klick das Instrument an, das gerade spielt. Wenn du hier klickst, hörst du ein Instrument zum Raten. Klickst du hier, sind sogar zwei Instrumente zu erraten. Mal sehen, welches Instrument hier spielt. Die Geige. Na, da habe ich mich wohl ganz schön verklickt. Macht ja nix. Aha, die Harfe hat gerade gespielt. Wenn ich jetzt diesen Knopf anklicke, geht das Spiel weiter und ich höre einen neuen Klang. Wenn ich dagegen auf das Instrument klicke, kann ich mir die Harfe mal genauer ansehen. Aber jetzt bist du an der Reihe. Klick das Instrument an, das du hörst. Klicke hier und das Spiel ist leichter. Klicke hier und das Spiel ist leichter. Klicke hier und das Spiel ist leichter. Bravo! Klicke hier, wenn du das Instrument näher kennenlernen möchtest. Willst du lieber weiter raten, dann klicke hier. Der Triangel. Der Triangel sieht aus wie ein Dreieck und ist aus Metall. Welches Instrument gibt wohl solche Töne von sich? Ausgezeichnet. Das ist der Topf. Welches Instrument klingt so? Ausgezeichnet. Die singende Säge. Auch mit so einer Säge lässt sich Musik machen. Die Säge. Der Bogen. Willst du weiterspielen? Dann klicke hier. Klick die beiden Instrumente an, die du hörst. Los geht's. Wenn du hier klickst, ist das Spiel schwerer. Ausgezeichnet. Der Eierschneider. Sogar mit einem Eierschneider kann man Musik machen. Hier ist ein feiner Draht gespannt. Der Kamm. Auch mit einem Kamm lässt sich Musik machen. Das hier ist Butterbrotpapier. Wenn man auf dem Kamm spielen will, muss man gegen das Butterbrotpapier pusten. Klick die Instrumente an, die so klingen. Ein Instrument war richtig, das andere nicht. Das ist die Lösung. Die Querflöte, der Eierschneider, die Querflöte. Die Querflöte ist meist aus Metall und gehört zu den Blasinstrumenten.
Welche beiden Instrumente klingen so? Nicht schlecht. Ein Instrument hast du erraten. Tja, und diese beiden haben gespielt. Der Kontrabass, der Triangel, der Kontrabass. Der Kontrabass gehört zu den Streichinstrumenten und ist aus Holz. Das sind ja Löcher. Das sind die Schalllöcher, auch F-Löcher genannt. Der Bogen. So klingt ein Kontrabass, wenn er mit dem Bogen gestrichen wird. Willst du weiterspielen? Dann hier kommst du. Jetzt was für gute Ohren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Singt man so in Frankreich, England, Schweden? Frankreich? England? Yes! Richtig, das war's. Wenn du hier klickst, kannst du dir zeigen lassen, wie viele Musikstückchen du schon gefunden hast. Max und die Geburtstagseinladung. Das ist Max und das ist sein Onkel Pong, der großartige Erfinder. Max und Onkel Pong leben in gleich um die Ecke, einem kleinen Dorf in Neuhundland. Hast du schon alle Gäste für deine Geburtstagsfeier eingeladen, Max? Das ist doch gar nicht so leicht, Onkel Pong. Wie schicke ich eine Einladung zu meinem Freund Willi, dem Schlossgespenst? Der Postbote traut sich nicht ins Gruselschloss. Und auch nicht zu Nina, der Piratentochter. Und meine Freundin Mona ist gerade auf dem Mond. Der Postbote sagt, es sei ihm zu weit. Ach, wie kann ich nur alle Einladungen verschicken? Ach, Max, dir wird schon was einfallen. Du hast doch immer gute Ideen. Max, ich könnte, wenn du möchtest, zu Willi fliegen und ihm deine Einladung überbringen. Soll ich? Oh ja, natürlich. Das ist eine prima Idee, Fledermaus. Ich hab's. Ich sende Nina eine Flaschenpost. Ich werfe die Flasche in den Fluss, der Fluss fließt ins Meer und auf dem Meer segelt Nina, die Piratentochter. Ja, ja, der Kuchen kommt gleich. Wie kann diese Einladung bloß zu Mona auf den Mond gelangen? Ob die jemals fertig wird? Aber sicher, Max. Schließlich ist das deine Geburtstagsüberraschungsmaschine. Ah, hier ist noch ein Stückchen Musik für deine Sammlung.
Ich habe eine Idee. Ich kann Mona auf dem Mond mit der Taschenlampe Lichtzeichen senden. Ich morse ihr die Einladung. Hilf mir, die Einladung an Mona zu morsen. Den Text habe ich schon gesendet. Wir müssen nur noch unterschreiben. Auf diesem Zettel habe ich alle Buchstaben schon in die Morsezeichensprache übersetzt. Ein langer Strich bedeutet, wir müssen ein langes Lichtsignal senden. Ein Punkt bedeutet, wir müssen ein kurzes Lichtsignal senden. Und das geht so. Klicke den Knopf für ein kurzes Signal nur kurz an. Halte ihn für ein langes Lichtsignal lange gedrückt. Hast du einen Buchstaben richtig gemorst, erscheint er am Himmel. Soll der Text kurz und einfach sein, dann klicke hier. Soll der Text länger und etwas schwieriger sein, dann klicke hier. Hier kannst du dir übrigens ein Morse-Alphabet ausdrucken. Soll der Text kurz und einfach sein, dann klicke hier. Da stimmt was nicht. Na, versuch's nochmal. Super, richtig gemorst. Jawohl. Prima, ein neuer Buchstabe. Klasse, schon wieder ein Buchstabe. Da hast du dich wohl vermorst. Super, richtig gemorst. Jawohl! Super! Die Einladung für Mona ist fertig. Klicke hier, wenn du weiter... Hier änderst du die Lautstärke. Ja, ja, der Kuchen kommt gleich. Ich geh mal in den Garten. Im Garten bereitet Max alles für seine Geburtstagsfeier vor. Onkel Pong ist mit seiner Erfindung beschäftigt. Vielleicht kannst du ja Max bei den Vorbereitungen ein bisschen helfen. Max, ich glaube, mir fehlen noch ein paar Dinge für die Geburtstagsüberraschungsmaschine. Ich brauche noch eine Kerze mit Kerzenhalter... Und eine Rolle Band und eine Tube Kleber und eine Packung Streichhölzer und, ein paar Handschuhe. Ich schau mal, ob ich die Sachen finde. Die Handschuhe, Onkel Pong, hier hängen die Handschuhe. Du hast die Handschuhe gefunden? Prächtig, Max. Onkel Pong, brauchst du nicht Streichhölzer? Hier sind sie. Toll, Max. Die brauche ich. Die Luftballons müssen an die Leine. Ziehe mit gedrückter Maustaste den Ballon dorthin, wo er hängen soll. Vielen Dank! Ich habe das Band für Onkel Pong gefunden.
Prima, Max. Die Lampions müssen aufgehängt werden. Am besten an der Leine. Ziehe mit gedrückter Maustaste den Lampion dorthin, wo er hängen soll. Yippie! Super, Max! Her damit! Bald ist deine Geburtstagsüberraschungsmaschine fertig. Wie praktisch, dass Onkel Pong so ein genialer Erfinder ist. Eine wunderfitzchenfeine Geburtstagsüberraschungsmaschine für dich, Max. Samt Kerzenhalter, Onkel Pong. Oh, super, Max. Die brauche ich. Max, nun ist die Geburtstagsüberraschungsmaschine endlich fertig. Und was sehe ich? Deine Freunde kommen. Hallo, Max. Hallo, Onkel Pong. Alle Gäste sind gekommen. Und sie feiern zusammen ein wunderbares Geburtstagsfest. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Haben wir doch gern gemacht. Für dich tun wir doch alles. Max, lebe hoch! 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 Mann, das ist ein echt schöner Geburtstag. Schau mal, Max. Ich habe dir ein Geschenk aus dem Weltall mitgebracht. Steig ein, Max, und flieg eine Runde mit mir. Los, mach schon. Wow, das ist ja cool. Das war toll. Max, du stehst doch auf schön gruselige Musik und Gespensterspuk, stimmt's? Ich habe da etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Willst du's sehen? Ja? Nein? Ja? Ja, klar, her mit dem Spuk. Hier kannst du Willi gespenstisch tanzen lassen. Und zwar so. Du wählst eine Gespenstertanzbewegung aus und ziehst sie mit gedrückter Maustaste in eines der 8 Felder. Dann wählst du einen zweiten Tanzschritt aus und ziehst ihn in das zweite Feld. Du kannst höchstens 8 Bewegungen aussuchen. Natürlich darfst du einen Tanzschritt auch mehrmals verwenden. Wenn du dir den ganzen Gespenstertanz ansehen willst, klicke hier. Dann schwebt Willi los. Viel Spaß!
Päckchen hat mir Tante Lisa aus ganz weit weg geschickt. Ich bin gespannt, was da wohl drin ist. Boah, Jonglierbälle, die habe ich mir schon immer gewünscht. Ich probiere es gleich mal aus. Soll ich? Ja. Nein. Nein? Ja. Hilf mir beim Jonglieren. Soll das Spiel etwas leichter sein? Dann klicke hier. Wenn's so richtig schwierig sein soll, klickst du auf diesen Knopf. Du steuerst die rechte Hand. Die linke Hand bewegt sich automatisch. Jonglieren geht so. Wenn der Ball kommt, bewegst du die Hand in Richtung Ball. Du fängst ihn auf, indem du ihn anklickst. Halte den Ball so lange fest, bis ihn dir die linke Hand abnimmt. Die linke Hand wirft den Ball dann wieder hoch. Natürlich jonglierst du nicht nur mit einem Ball. Ja, gar nicht so schlecht. Wie wär's mit noch einer Runde? Applaus, Applaus, Applaus! Noch nicht, Max. Noch ist es nicht so weit für deine Geburtstagsüberraschungsmaschine. Mann, das ist ein echt schöner Geburtstag. Der Kuchen. Yummy, 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 yummy. Noch nicht, Max. Noch ist es nicht so weit für deine Geburtstagsüberraschungsmaschine. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Geburtstagsüberraschung, Max. Ich habe ein Spezial-Max-Geburtstagsfeuerwerk für dich gebaut. Schau mal! Jetzt kannst du die Spezial-Max-Geburtstagsmaschine starten. Und zwar so. Klicke hier und das Feuerwerk beginnt. Versuche, die hochfliegenden Raketen mit der Maus anzuklicken. Dann explodieren die Raketen und malen etwas an den Himmel. Wenn es dir gelingt, mehrere hochfliegende Raketen anzuklicken, erscheint nach und nach ein großes Bild am Himmel.
eine Runde. Wow! Noch einer! Oh, hui! Hui, ja! Möchtest du noch mal spielen? Das war eine tolle Party, Max. Tschüss, Max. Das war eine schöne Geburtstagsparty und zum Schluss gibt's noch ein Stückchen Musik. Geburtstagsstrauß findest du viele Tipps rund ums Thema Geburtstag und Feste feiern. Spiele, Rezepte, Geschenke, Dekorationsmaterial basteln. Hier findest du viele Tipps rund um den Geburtstag. Klicke einfach auf einen der Knöpfe und ein Geburtstagstipp erscheint. Wenn du auf den Pfeil klickst, bekommst du noch mehr Geburtstagstipps. Hier kannst du alles ausdrucken. Lass dir den Text vorlesen, falls du nicht schon selbst lesen kannst. Hier erfährst du, wie du Geschenkpapier selber machen kannst.
Mit der Hand fischen ist so eine Art blinde Kuh auf Chinesisch. Hier gibt's die Anleitung. Lass das Geburtstagskind hochleben und bastel ihm einen Geburtstagskranz. Hier findest du die Maus-Gewinnkärtchen. Was du damit auf deinem Geburtstag machen kannst, erfährst du, wenn du hier klickst. Hier findest du Geschenkanhänger. Wie wäre es, wenn du deine Gäste mit einer Menükarte überraschst? Gut gemalt, gestempelt und gedruckt, dann gibt's jetzt ein Musikstückchen zur Belohnung. Hast du Lust mitzuraten? Ist das vielleicht eine Kokosnuss, ein Fußabtreter, ein Hundefell? Eine Kokosnuss? Richtig! Treffer! Genug gespielt für heute? Klick auf die Kerzen und du beendest das Spiel. Blockflöte spielen. Das gibt dann natürlich nur einen einzigen Ton. Der Mann kann natürlich auch eine richtige Melodie spielen. Was ist eigentlich eine Blockflöte? Eine spezielle Flötenart, die aus Notizblöcken hergestellt wird? Ein Strohhalm aus Holz? Ein Blasinstrument zum Musik machen? Richtig, genau. Die Blockflöte ist ein Blasinstrument. Und jetzt bläst der Mann einen Frühstücksbeutel auf. Und warum das? Tja, warum hat der Mann den Frühstücksbeutel aufgeblasen? Will er den Beutel wie einen Luftballon fliegen lassen? Will er ihn platzen lassen? Will er prüfen, ob der Beutel auch wirklich luftdicht ist? Richtig, er hat den Beutel aufgeblasen, um zu prüfen, ob er dicht ist. Mal gucken, was er damit vorhat. Ah, er will die Flöte an den Beutel machen.
Also eine Ecke abschneiden, dann die Flöte hineinstecken, aber nicht zu tief, es darf nämlich nur das Mundstück drin sein. Mit Klebeband macht er das jetzt fest und dicht. Dann nimmt er noch ein Bambusröhrchen, damit er den Beutel besser aufblasen kann. Auch dazu benutzt er Klebeband, damit alles gut hält und die Luft nicht an der falschen Stelle raus kann. So, jetzt ist alles richtig fest und los geht's. Das sieht ja jetzt zwar ganz interessant aus. Aber es klingt noch genauso wie die Flöte ohne den Beutel. Vielleicht klingt das Ganze ja etwas spannender, wenn man andere Instrumente an die Tüte hängt. Probier's doch mal. Mit gedrückter Maustaste kannst du die Instrumente hier an die Tüte hängen. Dann wird in die Tüte geblasen und du hörst, wie dieses Instrument klingt. Ah ja. Allerdings kannst du hier nur Blasinstrumente zum Klingen bringen. Eine Geige wird ja schließlich mit dem Bogen gestrichen und nicht geblasen. Los geht's! So also hört sich eine Klarinette an. So klingt die Querflöte. Die Posaune, ein typisches Blasinstrument. So hört es sich an, wenn man in eine Trompete bläst. Eine Tröte klingt immer ziemlich schräg. Die Panflöte ist übrigens ein ganz altes Blasinstrument. So klingt die Mundharmonika. Das Waldhorn klingt schön. Auf einem Kamm kann man natürlich auch blasen. Klingt gar nicht schlecht. So, so, du hast also schon mal in einen Triangel geblasen. Unser Erfinder hat inzwischen eine zweite Flöte an den Frühstücksbeutel dran gebastelt. Das klingt ja schon ganz anders. Die helle Flöte kennen wir ja schon, damit spielt er die Melodie. Und die andere Flöte, die braune, die spielt jetzt nur einen einzigen Ton, einen Dauerton. Aber das reicht unserem Erfinder auch noch nicht. Und während sich der Mann noch ein paar Sachen besorgt, können wir noch eine Runde Instrumente-Memory spielen. Das Musik-Memory geht so. Klicke eine der Karten an. Dann siehst du ein Instrument und hörst, wie es klingt. Nun musst du versuchen, den passenden Namen des Instruments zu finden und der liegt hier irgendwo verdeckt. Mal sehen. Eine Geige? Naja, das kannst du sicher besser als ich. Los geht's. Möchtest du allein oder zu zweit spielen? Alleine. Aha. Na, dann geht's los. Gitarre, die passen nicht so recht zusammen. Ein Klavier? Na sowas. Ein Klavier? Stimmt. Eine E-Gitarre? Klasse, das passt. Kongas? Na sowas. Ein Kontrabass? Versuch's nochmal. Eine Trompete? Die passen nicht so recht zusammen. Ein Spinett? Na sowas. Eine Trompete? Na sowas. Die Kongas?
Klasse, das passt. Eine Trompete, stimmt. Eine Harfe? Da stimmt was nicht. Ein Spinett? Super, das passt. Ein Waschbrett? Super, das passt. Ein Kontrabass? Schade. Eine Harfe? Ein perfektes Paar. Ein Triangel. Stimmt. Ein Kontrabass? Klasse, das passt. Tolle Leistung. Er hat sich eine stabile Einkaufstüte aus Plastik besorgt und da dann insgesamt 4 Flöten dran gebaut. Das hier ist wieder die für die Melodie. Das ist das Blasröhrchen. Und das hier ist die erste Flöte für einen Dauerton. Einige Löcher sind jetzt zugeklebt. Genau wie hier bei der zweiten, etwas größeren Dauertonflöte. Und das ist die dritte. Die hat den tiefsten Ton. Ich frage mich nur, warum hat der Mann die Löcher zugeklebt? Weil die Flöte kaputt ist? Um Ballons damit aufzublasen? Um einen besonderen Klang zu erzeugen? Richtig, mit den zugeklebten Löchern kann der Mann nämlich 3 Töne gleichzeitig spielen. Übrigens, es müssen immer ganz bestimmte Löcher zugeklebt werden, damit die Töne auch gut zusammen klingen. Und jetzt wird die Tüte aufgeblasen. Ganz schön viel Luft passt da rein. Klingt nicht schlecht, scheint aber ganz schön anstrengend zu sein. Tja, und mit den Flöten auf der Schulter sieht das ja aus wie ein... Tja, kommst du drauf? Weißt du, was der Mann sich da gebaut hat? Was hat der Mann sich da wohl gebaut? Einen Blasebalg, um Feuer anzufachen? Eine musikalische Seifenblasenmaschine? Ein ganz besonderes Instrument, nämlich einen Dudelsack? Richtig! Klar, einen Dudelsack hat er sich gebaut. Und weil uns Dudelsäcke interessierten, haben wir einen Dudelsack-Experten in seiner Werkstatt besucht. Er baut Dudelsäcke, repariert sie und prüft, ob sie noch in Ordnung sind. Aus welchem Land kommt wohl der Dudelsack unseres Experten? Was denkst du? Aus Dudelland? Aus Schottland? Aus Spanien? Olé? Richtig, das kann man übrigens am Schottenmuster erkennen.
Ah, da ist ja unser Erfinderdudelsack. Der schottische, der ist lauter und klingt doch etwas schriller. Der hier klingt dagegen weicher und ist leiser. Frage ich mich natürlich, woran liegt das wohl? Das sind die Einzelteile, aus denen unser Erfinder-Dudelsack und der Experten-Dudelsack bestehen. Bau die beiden Dudelsäcke wieder zusammen. Dabei können wir vergleichen und finden vielleicht so raus, warum die beiden Instrumente unterschiedlich klingen. Da ist wohl was nicht ganz richtig. Richtig. Jawohl, richtig. Das gehört wohl zum anderen Dudelsack. Passt genau. Das ist die richtige Stelle. Passt, wackelt und hat Luft. Super. Passt, wackelt und hat Luft. Super. Eine Dauertonpfeife. Jawohl, richtig. Passt genau. Richtig. Das ist die richtige Stelle. Jawohl, richtig. Passt, wackelt und hat Luft. Super. Prima. Alles richtig zusammengebaut. Und wie man sieht, sind beide Dudelsäcke im Prinzip gleich. Aber warum klingt der schottische Dudelsack so laut und so anders? Also schauen wir uns den schottischen Dudelsack mal genauer an. Außen ist schottischer Stoff. Darunter ist ein Sack aus Leder, da wo bei uns die Plastiktüte ist. Das hier ist das Blasröhrchen mit ein paar Verzierungen. Das ist die Spielpfeife mit den Löchern für die Melodie. Und so sehen die drei Pfeifen für die Dauertöne aus. Alles ganz ähnlich wie bei der Plastiktütenerfindung. Aber woher kommt der andere Klang? Der Experte rät, wir sollten uns mal eine Dauertonpfeife von innen ansehen. Tja, und was steckt nun in der Pfeife drin? Was denkst du? Ein eingeklemmter Frosch? Ein klitzekleiner Elefant? Ein Röhrchen aus Schilf? Stimmt, in der Pfeife steckt ein Röhrchen aus Schilf. Aha, da ist es ja. Ein kleines Röhrchen aus Schilf. Und da ist ein Span, eine Art Zunge, und die ist beweglich. Und wenn man Luft darüber bläst, dann fängt die Zunge an zu zittern und macht einen merkwürdigen Ton. Und das gibt dann diesen typischen Klang beim schottischen Dudelsack. Es gibt übrigens noch andere Instrumente, die auch Zungen haben. Welche zwei Instrumente haben ebenfalls eine Zunge, die man zum Klingen bringen kann? Die Maultrommel? Das ist eine Maultrommel. Ob die wohl eine Zunge hat, mit der man Musik machen kann? Hier wird aus Draht ein Bügel gebogen. Der sieht dann so aus. In diese Maschine kommen jetzt immer vier schmale Blechstreifen. Und die werden dann umgebogen. Durch Hitze und anschließendes Kaltmachen werden die Blechstreifen gehärtet. Jetzt federn sie zurück. Diese Maschine befestigt den Blechstreifen auf dem Bügel. Dann wird der Bügel noch gerichtet, sodass der Blechstreifen frei schwingen kann. Diesen Blechstreifen nennen die Profis jetzt auch Feder oder Zunge. Na bitte. Und diese Zunge kann man, wenn man dran zupft, zum Klingen bringen. Und so hört sich die Maultrommel an.
Und welches Instrument verfügt noch über eine freischwingende Zunge? Die Mundharmonika? Aus einem Metallband werden kleine Platten gestanzt. So sehen sie aus. Sind das vielleicht schon die Zungen? In diese Metallplatten werden dann schmale, ovale Löcher gestanzt. Jetzt werden lauter kleine Plättchen auf die Löcher der Metallplatte montiert. Diese Plättchen sind an einem Ende befestigt, können aber am anderen Ende frei schwingen. Das sind jetzt die kleinen Zungen, die man durch Pusten zum Klingen bringt. Wie bei unserem Dudelsack, ganz ähnlich. Der Mundharmoniker hat ganz viele solcher Zungen. Und jede Zunge macht einen bestimmten Ton. Ja, und hier kann man jetzt endlich mal ganz genau sehen, wie die Zungen schwingen. Schließlich werden immer zwei dieser Metallplatten auf ein geriffeltes Stück Holz montiert. Zum Schluss bekommt das Ganze dann noch zwei hübsche Beschläge und fertig ist sie, die Mundharmonika mit den ganz vielen kleinen Zungen. Und jetzt liegt der Sack draußen auf einem Stein zusammen mit ganz vielen anderen Dudelsäcken aus verschiedenen Ländern. Alle sind ähnlich gebaut, alle haben einen Luftsack aus Leder und sie gehören Freunden von unserem Experten. Möchtest du hören, wie jeder Dudelsack einzeln klingt? Dann klick den Spieler an, den du hören möchtest. Das ist ein ganz alter Dudelsack aus Deutschland. Übrigens, der Dudelsack ist keine schottische Erfindung. Dudelsäcke gibt es seit vielen hundert Jahren und sie waren in ganz Europa beliebt. Wenn du hier klickst, geht's weiter in der Sachgeschichte. Dieser Dudelsack stammt aus Frankreich. Der Dudelsack kommt aus Osteuropa. So klingt ein Hümmelchen, so heißt der kleine Dudelsack aus Deutschland. So klingt ein Hümmelchen, so heißt der kleine Dudelsack aus Deutschland. Jetzt versuchen die Musiker etwas ganz Schwieriges. Mit vier verschiedenen Dudelsäcken aus vier verschiedenen Ländern wollen sie ein gemeinsames Stück spielen. Und da kommt auch noch unser Erfinder. Wenn du hier klickst, findest du die Bastelanleitung für einen Dudelsack. So, nun bist du ein echter Dudelsack-Experte und dafür bekommst du ein Musikstückchen. Hier regelst du die Lautstärke. Wenn du hier klickst, kannst du dir zeigen, mal genau
wohin hören und mitraten? Sana Helwa Yagamil, Sana Helwa Yagamil, Sana Helwa, Sana Helwa, Sana Helwa Yagamil. Was war denn das? Dänisch? Indonesisch? Arabisch? Indonesisch? Dänisch? Arabisch? Arabisch! Ja, Arabisch ist richtig. Dieser Mann kann freihändig Blockflöte spielen. Das gibt dann natürlich nur einen einzigen Ton. Der Mann kann natürlich auch eine richtige Melodie spielen. Was ist eigentlich eine Blockflöte? Ein Strohhalm aus Holz? In einen Strohhalm kann man zwar hineinblasen, Töne kommen dann aber nicht heraus. Aber eine Leitung kann man bauen, aus ganz vielen Strohhalmteilen. Und das geht so. Mit gedrückter Maustaste ziehst du die Strohhalme aufs Feld. Mit einem Klick lassen sie sich drehen. Wenn deine Strohhalmleitung fertig ist, klickst du hier, dann kannst du feststellen, ob deine Leitung auch funktioniert. Denn nur wenn sie wirklich dicht ist, kann der Elefant die Watte auch wegblasen. Soll das Spiel leicht sein, dann klicke hier. Wenn es ein bisschen knifflig werden darf, dann klicke hier. Klick hier und das Spiel ist etwas leichter. Viel Spaß! Na, die Leitung ist dicht. Bravo! Hier. Wer so gut Strohhalme verlegen kann, bekommt natürlich auch ein Stückchen Musik. Herzlichen Glückwunsch! Das Strohhalmspiel findest du übrigens ab jetzt in der Spielekiste. Jetzt mal ganz genau hinhören. 祝你生日快乐, 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 祝你生日快乐. Welche Sprache war das? Polnisch? Chinesisch? Französisch? Chinesisch. Ja, das war's. Wenn du hier klickst, kannst du dir zeigen lassen, wie viele Musikstückchen du schon gefunden hast. Aha, jetzt kennst du also alle Geschichten und Spiele und dafür bekommst du noch ein extra Sonderspezial-Mausstückchen Musik. Toll, jetzt hast du alle neuen Stückchen Musik zusammen. Das heißt ein neues Lied für die Musikmaschine. Schau doch mal vorbei.
Du hast alle Musikstückchen gefunden und hier ist dein neues Lied. Kleine Zwischenfrage. Ist das vielleicht ein Wurstzipfel, ein Luftballon, ein Bauchnabel, ein Luftballon? Klasse. Gut, wenn du zurück zum Mausgeburtstagtisch willst, musst du hier klicken. Willst du die Maus-CD-ROM für heute verlassen? Nein? Ja? Okay, na dann bis zum nächsten Mal.